des Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, liebe Gläubige, die wir hier versammelt sind, und wie schon gesagt, jene, die auch vor den Bildschirmen mit uns verbunden sind, es ist schön, dass das mit der Technik möglich ist, mit dem Internet. Und so fließt heute Gottes Wort in unsere Herzen. Kommunikation ist so wichtig. Und gerade in diesen Tagen, wo wir dann eingeladen sind, Abstand zu halten, keine zu großen Versammlungen zu bilden, wo Sicherheitsmaßnahmen sind wegen des Virus. Ich glaube, da spüren wir besonders, dass der Mensch ein Wesen ist, das ganz auf Kommunikation angelegt ist. Und wie viele sind es, die jetzt besonders leiden? Es sind besonders die Alten und die Kranken. Oder die ganz Jungen, die darunter leiden, wenn die Kommunikation, wenn es nicht fließt. Es müssen, der Mensch braucht das, dass einer den anderen sozusagen anspricht. Dass wir wirklich, wir sind Wesen, die untereinander verbunden sind. Und wie viel mehr gilt das für Christus? Diese Kommunikation darf nicht abreißen. Sie muss immer intensiver werden. Und schön, wie Jesus heute ein Bild aus der Schöpfung nimmt, ein Bild, das er sicher selber auch beobachtet hat, wo er uns erklärt, dass wir mit ihm so verbunden sein sollen wie die Rebe mit dem Weinstock. Wir sollen mit dem dreifaltigen Gott verbunden sein. Und sehr schön, da hat jeder seine Rolle. Der Vater ist der Winzer. Jesus ist der Weinstock. Und jetzt können wir sagen, wo ist dann der Heilige Geist? Ich würde sagen, das ist dieses Fließen. Wenn es ja dieser Saft von der Rebe hineintreibt, vom Weinstock in die Rebe treibt, und erst dann kann sie Frucht bringen. Und wir sind alle berufen, Frucht zu bringen. Eine Frucht, die bleiben soll. Bleibendes können wir nur mit Christus vollbringen. Wunderbar heute Nacht, wie der Regen niedergegangen ist, so friedlich auf das Land und wie er die Erde tränkt. Und es gibt trockene Phasen, und da ist es sehr wichtig für eine Pflanze, die Wurzeln tief zu treiben. Und es ist erstaunlich, wenn man das liest, dass Weinstöcke 10, 20 Meter in die Erde wachsen können. Also wenn es oben ganz trocken ist, hat der Weinstock schon seine Wurzeln ganz in der Tiefe. Und das brauchen wir auch. Denn es gibt auch in unserem Leben Wüstenwanderungen oder trockene Phasen, wo wir fast uns der Saft ausgeht. Aber das wird dann nicht sein, wenn wir unsere Wurzeln tief in Gott hineinschlagen. Ein wunderbares Bild, das uns Jesus hier gibt. Wie einfach, wie eingängig ist die Botschaft Jesu. Er sagt heute, ich bin der wahre Weinstock. Oder er sagt an anderer Stelle dann, ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Er sagt letzten Sonntag, ich bin der gute Hirt. Er sagt, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. So können wir diese Ich bin Worte Jesu ganz tief in uns hineinnehmen. Er gibt uns Licht, wenn es finster ist um uns. Er gibt uns Kraft, wenn wir in ihm verwurzelt sind. Wir dürfen, wenn wir glauben, durch diese Tür hineintreten, hinzutreten zum Vater. Denn er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir bekommen im Alltag die Kraft, wenn wir mit ihm verbunden sind, in ihm verwurzelt sind. Ja, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Winzer. Ich freue mich immer, wenn ich runterschaue in den Garten, da sehe ich die Weinstöcke und jedes Jahr dann, wenn die Knospen kommen, wenn die Blätter kommen, wenn die Trauben dann auf den Weinstöcken sind. Das soll uns immer dann erinnern an Christus selber. Sie haben heute die Möglichkeit, auch sich besonders zu erinnern, wenn Sie nach der Messe hinausgehen, wird jemand draußen stehen und wieder unseren Messwein verkaufen, diese Flaschel mit dem Seckauberger Messwein,
glaube ich, können uns heute auch besonders eindringlich und nahe sein, denn der Wein, die Frucht des Weinstocks, wurde von Jesus auserwählt, die heilige Gestalt für seine Gegenwart in der Eucharistie zu sein. Es ist schön bei der Messe, dass wir nicht mehr ein Tier schlachten müssen, dass ich keinen Ochsen da hereinzerren muss und schlachten muss oder einen Bock und einen Widder oder ein Schaf oder was auch immer, was damals als Opfertiere geschlachtet ist. Denn unser Osterlamm ist geschlachtet, Jesus Christus, ein für alle Mal. Und alle Opfer der Vorzeit, die uns vielleicht grausam scheinen, aber so eindringlich den Menschen daran erinnern, dass er Gott gehört, dass das Beste Gott gehört. Blut ist der Sitz des Lebens. Man durfte keine Menschen opfern im Judentum, sondern es ging darum, dass das Tieropfer ein stellvertretendes war. Und das war nur eine Pädagogik. Das Blut von Stieren und Böcken kann uns unmöglich von Sünden befreien, schreibt der Hebräerbrief. Aber sein Blut, das er vergossen hat, ein für allemal. Und dieses Opfer wird Gegenwart in der Heiligen Messe, befreit uns von Sünden. Da fließt es wieder. Dort, wo Fluss ist, ist das Leben. Es ist unangenehm, wenn man an medizinische Dinge erinnert wird, aber was ist eigentlich eine Thrombose? Das ist, wenn sich das Blut irgendwie in einem Blutgefäß verdickt und dann wird der Blutfluss gehindert oder gar zum Stoppen gebracht. Und das ist lebensgefährlich. Dann stirbt ein Teil des Menschen ab oder der ganze Mensch. Eine Thrombose ist dann, wenn so ein Blutpfropfen irgendeine Vene oder so verlegt. Und das kann auch in unserem Leben sein. Es kann sein, dass wir in schwerer Sünde sind. Dann stoppt der Fluss. Da hilft es sogar nichts, wenn wir die Kommunion empfangen. Es fließt nicht mehr. Es kann nicht fließen. Und wie schön ist es, wenn zum Beispiel jemand Zugang hat zum Sakrament der Buße. So schwer kann eine Sünde gar nicht sein. Er kommt zum Priester, er sagt diese Sünde und er weiß, das ist jetzt nicht der Priester, der da sitzt, es ist Jesus. Und er löst bei der Handauflegung diese Thrombose auf und es fließt wieder. Vergessen wir nicht dieses kostbare Sakrament, das uns befreit und reinwäscht. Jesus möchte, dass es fließt. Sein kostbares Blut fließt für uns heute in der Messe. Jesus hat ausgewählt für die heilige Messe, wie gesagt, kein Tier wird geschlachtet, sondern die heiligen Gestalten, Brot und Wein. Sehr interessant, also Jesus war erstens kein Antialkoholiker und zweitens kein Vegetarier. Also Fleisch und Blut. Das Lamm, das neue Lamm ist Christus. Wenn wir das sehen, dann sehen wir in der heiligen Messe, wie irdische Gestalten verwandelt werden in Christus selbst. Wenn Christus zu uns kommt, dann fließt es vom Himmel her in unsere Herzen ein, das Leben. Und wir sind berufen, dass dieses Fließen nicht nur in uns ist, sondern auch durch uns zu den anderen kommt. Wie ein geheimnisvoller Grundwasserstrom, der lautlos fließt. Und wir sind berufen, durch dieses Fließen Frucht zu bringen. Nicht, dass die Trauben an uns hängen, sondern Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, die Früchte des Heiligen Geistes und die Gaben des Heiligen Geistes. Wenn wir heute hier sind, dann deswegen, dass uns dieser Strom der Gnade durchfließt. Es heißt nämlich heute, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Man müsste vielleicht fast ein bisschen ausbessern. Getrennt von mir könnt ihr nichts Bleibendes vollbringen. Was bleibt von unserem Leben? Es bleibt das, was wir von Christus geschenkt bekommen haben und weiter schenken durften. Sehen Sie, da fließt es schon wieder. Schenken zu bekommen und weiter schenken. Wenn es fließt, dann ist Leben da. Er, Christus, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben in Fülle. Amen. Lasst uns diesen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,